Garnelenpfanne, Zutaten für 4 Portionen, 200 Gramm Möhren, 150 Gramm Lauch, 400 Gramm Zucchini, 1 rote Paprika, 250 Gramm, geschälte TK-Garnelen, Klammer auf 24 bis 28 Stück, Klammer zu, 2 Esslöffel Olivenöl, 1100 Milliliter Brandy, 1 Topf Bouillon-Konzentrat, zum Beispiel Knorr Delikat S, 2 Esslöffel Sojasauce, 14 Minzblättchen, 4 Basilikumblätter, 1 Möhrenlauch und Zucchini, putzen und in dünne Scheiben schneiden, Paprika entkernen und in dünne Streifen schneiden. 2 Garnelen in 1 Esslöffel heißem Olivenöl bei starker Hitze 2 Minuten braten. Brandy zufügen und einkochen lassen. 125 Milliliter Wasser zugießen und das Bouillonkonzentrat einrühren. Alles für weitere 2 Minuten garen. 3 Gemüse im Wok oder in einer großen Pfanne im restlichen Olivenöl 3 Minuten braten. Mit Sojasauce abschmecken. Garnelen auf das Gemüse geben, den Sud darüber gießen. Mit Minze und Basilikum bestreut servieren. Unser Tipp: Verfeinern Sie das Gemüse mit frisch gehacktem Ingwer.